bestimmt wahnsinnig gespannt auf die beiden Slammer, die jetzt noch kommen. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch adäquat erfrischt in der Pause. Und während in eurem Kopf vielleicht noch die Bananenmilch herumschwirrt, oder die Essiggurke, geht es jetzt um ein Getränk. Ja. Selbst ich kenne es in meiner fremden Galaxie. Auch dorthin wird es exportiert. Es geht um Bier. Die bayerische Galaxie baut nämlich brutal auf Bier. Bier ist hier ja offiziell ein Lebensmittel, und also quasi Essen und kein Getränk. Und Bier bringt wahnsinnig viel Vergangenheit mit sich. In Form von Tradition, Reinheitsgebot, fastende Mönche, peinliche Wiesengeschichten. Es gibt tausend Erinnerungen und Traditionen rund um das Bier. Und deswegen ist es jetzt umso mehr an der Zeit, mal einen Blick in die Zukunft des Bierbrauens zu werfen. Genau, und wo macht es mehr Spaß, als im Land des Reinheitsgebotes in die Bierglaskugel zu schauen? Und dazu haben wir mit Philipp Fehler, einen jungen Braumeister von der Kiesinger Brauerei, heute als Gast. Eine Brauerei hier gleich ums Eck, eine junge lokale Brauerei. Und einen dicken Applaus für Philipp, bitte. Spontan eingesprungen. Also das heißt, er wird euch jetzt mit seinem jugendlichen Charme und jeder Menge Bier begeistern. Deshalb bitte nochmal einen super extra Applaus für Philipp! Hallo. Ja, ihr habt ja schon relativ viel über Essen in der Zukunft gehört und deswegen bin ich jetzt hier und will euch eben was übers Trinken und vor allem übers Bier erzählen. Wenn wir beim Bier zurückschauen in die Geschichte, wie schon gesagt wurde, das erste, was jedem im Kopf rumschwirrt, ist das Reinheitsgebot. Aber das ist natürlich nicht die ganze Geschichte vom Bier. Gerade wenn man zurückschaut, früher war die Biervielfalt in den einzelnen Brauereien sehr, sehr eingeschränkt. Also das heißt, gerade wenn man in der Münchner Region sich das Ganze angeschaut hat, die Münchner haben sehr viel dunkle Biere oder hauptsächlich dunkle Biere gebraut. Hat den ganz einfachen Hintergrund, dass unser Wasser hier in München sehr, sehr hart ist. Wenn man sich dagegen die Pilsener Region anschaut, hat sehr weiches Wasser, die haben mit den hellen Bieren angefangen. Ja, was ich damit sagen will, wenn man sich das jetzt im Gegensatz zu heute anschaut, mittlerweile hat fast jede Brauerei, ob klein oder groß, haben helle Biere, haben dunkle Biere, haben Pilsbiere, haben Weißbiere. Das heißt, es hat sich in der Zeit schon sehr, sehr viel verändert. Aber natürlich auch von unserer Arbeit als Brauer. Wenn man jetzt zurückschaut in die Vergangenheit, die Brauer damals, die hatten keine Automationen, die hatten kaum Maschinen. Das heißt, es war ein sehr, sehr harter, anstrengender Beruf. Es ist mittlerweile immer noch sehr anstrengend, kann ich euch so erzählen. Aber es hat uns doch die Automation, die Maschinen haben uns vieles einfacher gemacht. Und außerdem war natürlich das Bier schon immer Grundnahrungsmittel. Man muss aber auch dazu sagen, früher waren die Biere gar nicht so stark. Das heißt, die Biere haben früher um die 2% Alkohol gehabt. Das heißt, es war ein ganz erheblicher Unterschied, ob man da 4-5 Bier trinkt oder zur heutigen Zeit. Und gerade wenn wir uns das jetzt heute anschauen, so die letzten 5 Jahre, kommt auch immer mehr diese Craft-Bier-Bewegung ins Spiel. Haben bestimmt schon mal die einen oder anderen gehört. Was bedeutet im Endeffekt Craft Beer? Craft Beer heißt, es ist handwerklich gebrautes Bier. Wenn man es von der Seite her sieht, muss man sagen, ja, das gab es doch früher auch schon. Aber es kommt auch mit dazu, dass es einfach neue Biere sind, die sich vom Geschmack verändert haben, die aufwendiger sind zu brauen und deswegen auch ein bisschen teurer sind. Es sind aber keine Biere, die wo man im Endeffekt jeden Abend trinkt. Das heißt, es sind Genussbiere. Da kauft man sich mal eins, die macht man auf an einem guten, an einem schönen Tag, wie einen schönen Wein. Und da merkt man auch eine sehr, sehr starke Veränderung. Genau, das sind die sogenannten Genussbiere. Und auch wenn man sich zum Beispiel den Bierkonsum anschaut, der fällt ja jedes Jahr wieder, leider. Aber naja, so ist es halt. Genau.
Aber das Reinheitsgebot ist zum Beispiel in Deutschland immer noch sehr, sehr verbreitet. Wir Brauer sind auch immer noch stolz drauf, weil es einfach auch ein Qualitätsmerkmal ist. Aber wenn man in die Zukunft schaut, dann wird man sehen, dass sich viele oder einige Brauereien auch vom Reinheitsgebot abwenden werden. Sieht man auch jetzt schon, es gibt schon viele Brauereien, die Biere brauen mit Früchten drin, mit Schokolade drin. Sind alles neue, auch sehr interessante Biere. Also nur weil sie vom Reinheitsgebot weg sind, heißt es noch lange nicht, dass es ein schlechtes Bier ist. Aber es verändert sich halt alles. Und wie gesagt, es sind keine Biere, wo man sich jeden Abend davon ein Feierabendbier gönnt. Wir denken, dass der Bierkonsum weiterhin auch leicht sinken wird. Hat einfach auch den Grund, dass die Bevölkerung auch immer mehr auf Gesundheit achtet und Alkohol halt auch einfach da nicht dazugehört. Ich weiß nicht, wie viele von euch trinken regelmäßig alkoholfreies Bier? Ein paar sind schon dabei. Alkoholfreies Bier wird sich in der Zukunft mit Sicherheit auch behaupten. Hat einfach auch den Grund, wenn man schaut, man muss mittlerweile einfach Auto fahren, man muss wieder nach Hause kommen. Das heißt, wenn ich 5 alkoholfrei trinke, kann ich noch ohne Probleme fahren. Bei 5 normalen habe ich wahrscheinlich ein Problem. Das stimmt. Das stimmt, aber sehr, sehr wenig. Genau. Aber es werden auch, wie gesagt, diese Craft-Biere immer mehr Freunde finden. In Deutschland ist es noch nicht hundertprozentig angekommen, aber gerade wenn man zum Beispiel nach Amerika rüberschaut, die mittlerweile auch sehr, sehr gute Biere brauen, da ist die Craft-Bier-Bewegung schon voll im Gange. Also das heißt, da wird schon sehr viel Craft-Bier, also diese neuen Sorten, gebraut, verkauft und auch getrunken. Aber ich glaube immer noch, oder wir glauben, dass das Bier trotzdem niemals aussterben wird. Also es wird immer Bier geben, aus dem ganz einfachen Grund, dass einfach so ein Feierabendbier was Schönes ist. Ja, wie ihr schon gesehen habt, durch das, dass ich ja relativ spontan da bin, habe ich leider keine schöne Präsentation vorbereitet. Aber deswegen habe ich euch ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht. Und ich glaub, der Mann ist verdammt schlau. Und ich glaube, dass das auch sehr interessant sein kann und vor allem viel Spaß machen kann. Also wer eins möchte, darf gerne nach vorne kommen. Down in front. Oh, get me a beer, dude. Hier jetzt das Bier unter uns. Yes, please. Schnell, kommen Sie und kaufen Sie mit. Und das war das letzte Bier. Ein Gentleman, er gibt dir das letzte teuer erkämpfte Bier. Okay. So, wenn ich Sie nochmal von der Bühne bitten dürfte, Herr Christ. Ja, ich wollte das eigentlich so als geile Schlusspointe meiner Anmoderation machen, aber jetzt hat es schon an die Wand geworfen, ist auch egal. Der letzte Teilnehmer des heutigen Abends des Future Food Slams ist einer der Menschen, die einem immer gerne zeigen, dass Essen und Trinken Soul hat. Er jongliert mit Rezepten, mit Bildern und heute Abend ist er der Dirigent im Tanz der Moleküle, wenn es darum geht, wie wir in der Zukunft einkaufen werden. Begrüßt jetzt mit einem fetten Applaus den Kochbuchautor, Journalisten und DJ Sven Christ, der den Supermarkt der Zukunft präsentieren wird unter dem Titel Artifizielles und etwas Salat für alle. Viel Spaß mit Sven Christ!
schwierig, mit dem, was wir schon gesehen haben. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch alle. Ja? Von der Zukunft her sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir werden nicht alle sterben. Vielleicht. Die Sache hat einen Haken. Ja? Also wir haben eine Zukunft, aber es hat einen großen Haken. Wir müssen uns alle daran beteiligen. Sie, ich, alle einfach. Sonst funktioniert es nicht. Ansonsten 100, 200 Jahre, dann ist Schluss. Vorbei. Alle tot. Die Ressourcen der Welt sind wahrscheinlich noch nicht alle aufgebraucht. Ja? Aber weil wir alle zu gierig sind, bringen wir uns alle gegenseitig um. Fertig. Wir kennen das alle. Jeder von uns hätte gerne das beste Essen, das sauberste Wasser, den frischen Fisch auf dem Tisch. Ja? Es wäre eigentlich genug zu essen da, aber wir wollen das alle. Kennt ihr das, die Situation so ein bisschen? Ist klar. Ja? Wir sind nämlich kurz vor der Apokalypse. Ja? Gut. Der französische Chemiker Hervé Thys hat ein Konzept entwickelt, welches sich umfassend mit dem Problem der Welternährung befasst. Und es ist einfacher, als man sich denkt. Und wir müssen nur den Umgang mit einer Sache ein bisschen besser handeln. Man denkt sich die ganze Zeit so, warum sind wir nicht früher drauf gekommen? Es ist das Wasser. Ja? Wir brauchen Wasser. Wir bestehen auch alle aus Wasser. Ja? Wir sind Gurken mit Attitude. Mit dem neuen Konzept könnten wir außerhalb der Erde überleben, solange wir Wasser haben. Gut, ohne Wasser gibt es nämlich keine Landwirtschaft, keine Viehzucht, kein Soja, keine holländische Tomate, kein Giesinger Bier. Das ist richtig. Nur, die größte Frage und die dümmste Antwort ist, warum transportieren wir Wasser? Denn die Güter, die wir transportieren, bestehen zu 80% aus Wasser. Sie sind empfindlich, sie brauchen Platz, sie müssen gepflegt werden. Ne? Und jetzt haben wir ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Eine Stadt wie München wird täglich von 10.000 LKWs angefahren, um Lebensmittel für uns heranzubringen. Diese Lebensmittel bestehen zu 80% aus Wasser. Die bringen wir in die Märkte, schauen sie uns an, kaufen sie, die Banane hier, die Banane da, das ist aber schön. 30% davon wird weggeworfen. Also 3.000 LKWs weg. Ja? Da gibt es eine Lösung. Dafür brauchen wir 1.000 LKWs. Wie machen wir das? Wir entziehen den Lebensmitteln das Wasser. Dadurch können wir einfach viel besser produzieren. Die Lebensmittel sind länger haltbar. In der Produktionskette entsteht weniger Abfall. Die Waren sind um Vielfaches länger haltbar. Der Energieverbrauch sinkt, die Umwelt wird weniger belastet. Es sind 9.000 LKWs weniger am Tag. Die Preise werden stabil, weil die Bauern können viel besser, oder die Produzenten können viel besser produzieren. Wenn wir das Essen zerlegen, zerlegen wir es in Proteine, Zucker, Stärke, in all seine Bestandteile. Warum machen wir das? Weil wir die Baupläne kennen. Wir kennen die Baupläne unserer Lebensmittel bis ins kleinste Detail. Wir können sie ja wieder zusammenbauen. Und zwar da, wo wir sie brauchen. Und das ist der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte. Nun, wenn wir diese Lebensmittel wieder zusammenbauen, ja, dann können wir sie genauso zusammenbauen, wie wir wollen. Ja. Also wir haben einen Knoblauch, den haben wir produziert, auseinandergenommen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Wir sind ja nicht blöd. Wir befreien unsere Lebensmittel von Defaults. Denn der Knoblauch riecht, der stößt einen auf, man kann nicht schlafen oder irgendwas. Das können wir alles eliminieren. Komplett. Haben wir die Chance. Einfach die Sachen, die wir nicht brauchen, nehmen wir einfach wieder raus.
an der Stelle sagen wir immer, das ist doch alles viel zu künstlich, viel zu... Sag ich nein. Der Joghurt, den ihr kauft, da wird ein LKW mit Milchpulver hingefahren zur Fabrik. Da kommt Wasser dazu, Aromen, Zucker, aus die Maus. Der Joghurt ist fertig. Ja? Geht genauso raus. Der vegane Riegel wird genauso hergestellt. Ja? Und dann sagen alle, ich will aber unbedingt wissen, was in meinem Essen drinnen ist. Und dann sage ich, hey Leute, ihr trinkt Cola. Seit 100 Jahren. Seit 100 Jahren sagt Coca-Cola nicht, was drinnen ist. Das Rezept ist geheim. Ja? Und ihr geht auf den Biomarkt, Samstag. Und kauft euch die allerbesten Sachen. Und abends gibt's Pep. MDMA, Red Bull, ja? Weil wenn es Spaß macht, dann wird es nicht hinterfragt. Wie sieht also unser Essen in der Zukunft aus? Das haben wir übrigens selber hergestellt, das ist ein Fleischersatz, das Grüne. Schmeckt irre gut. Hier haben wir eine Wassermelone mit einer Erdbeere gekreuzt. Kann man auch lecker machen, ja? Wir bauen die Lebensmittel so wieder zusammen, wie sie brauchen, nach Moden, Regionen, Geschmäckern. Jeder Mensch kann das essen, was er braucht. Und das Beste ist, wir brauchen noch eine Sache dazu. Wenn wir nämlich diese Sachen auseinandernehmen, müssten wir natürlich was dazufügen. Und die Firma Ikenuso aus Paris, das gibt es schon alles, gibt uns die Aromen, die wir dafür brauchen. Denn wir können ja nicht alles runterdestillieren, da verlieren wir viel zu viel. Und wenn wir die Aromen runterdestillieren, dann können die auch kaputt gehen. Also wir eliminieren das auch. Das, was wir brauchen, ist der pure Geschmack jeden Tag und es wird alles super. Also, in der Zukunft werden wir so leben. Wir werden uns artifiziell ernähren. Denn wir sind eigentlich erst, also vom Essensverhalten sind wir eine Viertelstunde hinter der Paleo, okay? Wir jagen, sammeln und backen gerade mal. Hey, wir haben echt viel gelernt. Nein, wir müssen unser Essverhalten komplett ändern. Wir müssen uns nicht zu 100% artifiziell ernähren. Nein, zu 50% reicht, um uns alle zu retten. Den Rest, den Salat, holen wir uns in Mikrogärten, robotergesteuert, in unseren Wohnungen. Natürlich robotergesteuert. Warum? Weil der Mensch natürlich Wasser drauf gießt. Ja? Das geht alles wieder kaputt. Keiner kann das. Also wer einen grünen Daumen hat, wer hat einen grünen Daumen hier? Ein, zwei, ja, siehst du? Also lieber robotergesteuert. Defaults ausschalten. So können wir alle überleben. Was ist passiert, wenn wir wieder, wenn es dann doch wieder erwartet eine Klimakatastrophe oder irgendwas anderes gibt? Missernten, also Monokulturen fallen ja weg, weil wir können ja alles verwerten, was wir wollen. Richtig, wir können alles organische Material verwerten, was wir finden. Halt! Ah, hier! Ah, scheiß drauf. Die Katzen habt ihr gesehen, oder? Ja, die Katzen! Wir können alles verwerten, wir können alles zerlegen und wieder zusammenkommen. Eine Minute. Gut. Wir müssen uns von einer Sache verabschieden, und zwar von einem Bio-Organic Lifestyle. Das ist der erste Reiter der Apokalypse, ich sag's euch. Wenn ihr so weitermacht, überleben wir nicht. Wir müssen ein neues System erfinden, das heißt, Wasser sparen, solidarisch handeln. Weniger Energieverbrauch, Klimaschutz, so schaut's aus. Kein Hunger mehr auf der ganzen Welt. Wir können alle Menschen ernähren mit dem Konzept. Wirtschaftliche Gerechtigkeit, denn man kann kalkulieren auf einmal. Es geht ja nichts kaputt. Gesellschaftliche Stabilität. Was haben wir? Was haben wir? Peace. Dankeschön. Sven Chris vom Präsident.
kommt der spannende Teil, auf den alle gewartet haben. Alle Slammer, das Publikum, wir alle. Und jetzt brauchen wir nochmal alle Slammer hier auf der Bühne für die Zusammenfassung und finale Abstimmung. Wer wird den goldenen Einkaufswagen der Zukunft gewinnen? Es ist so spannend, ich halte es kaum noch aus. Also, alle Slammer auf die Bühne. Philipp, Lynette, Sven, Nathan, Stefan. Fällt, gibt es von uns jetzt noch eine kleine Zusammenfassung. Also, wer ist euer Lieblingsslammer des Abends mit seinem Konzept vom Essen der Zukunft? Ist es vielleicht Stefan Lina, der Anwalt von 2 Milliarden Insektenessern? Oder, ihr könnt applaudieren, aber es ist noch nicht die Abstimmung. Stefan Lina! Und es ist Lynette Heinrich, die mit euch allen, von der Dame links bis zum Herrn rechts, die Welt verändern möchte und in eine bessere Zukunft führen möchte. Oder ist es Nathan Tidian, der wahnsinnige Bananen-Stickstoff-Cocktail-Mixer von Bombers & Pa aus London? Oder ist es Philipp vom Giesinger Bräu, unser charmanter Bierbrauer-Nerd. Yeah! Und jetzt ist Sven Katmandu-Christ, der für die Zukunft predigt, für neue Bausteine und neue Wasserwege, die uns alle retten. Okay, wir merken es. Ihr seid total heiß auf die Abstimmung. Wir stimmen ab. In der ersten Runde per Applaus. Vielleicht reicht das auch schon. Vielleicht kristallisiert sich ein eindeutiger Sieger heraus. Wenn nicht, werden wir auf visuelle Abstimmung umschalten. Und ihr werdet alle den hier machen. Also jetzt geht's an die Abstimmung. Konzentriert euch. Wenn ihr meint, dass Stefan Lina den goldenen Einkaufswagen der Zukunft mit nach Hause nehmen soll, dann applaudiert jetzt! Wenn ihr mit der Meinung seid, dass Lynette Heinrich mit Crowdfunding den Pokal oder den Einkaufswagen mit nach Hause nehmen soll, dann applaudiert bitte jetzt. Oder aber der Mann, der hier mit Effekten nicht gegeizt hat, inklusive Plastikfolie und Stickstoff-Explosion. Euer Applaus für Nathan Chidian! Botschaft hat uns so beruhigt, Bier wird es immer geben. Euer Applaus für Philipp und Giesinger! Oder geht euer Applaus an den letzten Teilnehmer, an Sven und seine Predigt für die Zukunft. Dann bitte jetzt applaudieren. Geschafft, einen exakt gleichen Pegel zu produzieren bei allen Slammern. Das ist echt sehr hilfreich. Nein, erstmal geil, dass es euch so gut gefallen hat. Es freut uns extrem. Ich glaube, wir müssen auf visuelle Abstimmung umschalten. Es geht nicht anders. Also bitte nur einmal melden, ja? Damit es ein bisschen einfacher wird für uns. Macht das Sinn? Ja, ne? Super. Danke. So, also jetzt nochmal. Throw your hands up in the air for Stefan Lina! Schnell eine Skizze des Publikums gezeichnet und mit roten Punkten markiert, wer jetzt die Hand gehoben hat. Check. Okay. Wer ist für Lynette Heinrich? Können wir jetzt auch so machen, dass jeder nur einen Arm hebt, weil so das mit zwei Armen in die Luft könnte zu Wettbewerbsverzerrung.
Verzerrung führen. Also jeder hebt nur einen Arm. Okay, alles klar. Dann, again, throw your hands up in the air for London. Nathan Tidian. London! Ist auch geil, dass du geräuschlos abgibst. Echt cool. Okay. Bisschen, ja, das war nicht schlecht. Okay, jetzt für den Herrn aus dem Giesinger Bräu, für den Philipp. Ja, man dachte, es wird einfacher mit dieser Form der Abstimmung. Und zum Abschluss für Sven Christ. Okay, also jetzt, wir werfen jetzt unsere Abstimmungsergebnisse visuell und akustisch, beide Signale zusammen, verarbeiten das in einem Schnellprozess nach einer geheimen Rezeptur und Formel. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Heimo, aber ich fand beim Applaus jetzt nochmal so, also so ein bisschen so vorne lag auf jeden Fall der Philipp vom Giesinger Bräu, fand ich. Ja, ja. Oder? Was meint ihr? Was meinen meine erfahrenen Slam-Kolleginnen an der Seite? Ihr haltet euch raus, danke. Du hältst nur den Einkaufswagen. Super, vielen Dank. Große Hilfe. Ja, es ist... Was meint ihr denn, Leute? Was machen wir jetzt? Sind so ein bisschen bescheuert, aber ihr habt echt, ihr stimmt für alle gleich ab. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir jetzt? Was? Die waren alle toll. Die waren alle, ja, und wer kriegt jetzt den Einkaufswagen? Im einwöchigen Turnus wird er rumgereicht oder was? Okay, Leute, also wir machen das jetzt noch einmal akustisch. Könnt ihr noch? Habt ihr noch Bock? Ja. Bitte, konzentriert euch jetzt und schreit nur einmal für Stefan Lina. Philipp Heinrich. Für Nathan Tidian. Sven Christ. Mein feiner Pegel hat ausgeschlagen. Deiner auch, Heimo. Wenn du das meinst. Okay. Wir müssen jetzt zu einem Ergebnis kommen. Scheiß drauf. Bier regiert die Welt! Charmanter Kollege Heimo Scherner sagen jetzt Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Verschwinden wieder in unsere persönliche Galaxie, aber ihr bleibt bitte da, denn hier geht jetzt gleich krass die Party ab mit 8-Bit-Musik von Georgia Gabbana.